Das Buch, um das es in diesem Video geht, ist mehr als 2500 Jahre alt und bis zum heutigen Tag Pflichtlektüre sowohl in den Business Schools der großen Universitäten wie auch in den angesehensten Militärakademien überall auf der Welt. Ein Buch, das während der Zeit der streitenden Reiche, einer Periode voller blutiger Bürgerkriege im alten China, geschrieben wurde. 13 Kapitel auf Holzstäbchen an die Nachwelt überliefert. Und obwohl dieses Buch vom Krieg handelt, hat es auch in der Businesswelt und speziell in der Welt der Verhandlungsführung ein Echo hinterlassen, das bis zum heutigen Tag anhält. Der Autor des Buches, Sun Tzu, ein chinesischer Feldherr und Militärstratege zur Zeit der Su-Dynastie, dessen Spuren sich im Dunkel der Vergangenheit verlieren. Manche Quellen behaupten, er sei um 544 vor Christus in der Stadt Lian in der Provinz Shandong geboren worden. Nach anderen Quellen war sein Geburtsort der Stadt Wu. Und wieder andere glauben, Sun Tzu habe als historische Person niemals existiert. Über sein Leben wissen wir wenig. Nachdem er den Staat Wu erfolgreich gegen das Nachbarkönigreich Chu verteidigt hat, so behauptet es die Legende, schreibt er das Buch, um das es hier gehen soll. Die Kunst des Krieges. Napoleon soll dieses Buch immer bei sich getragen haben. Henry Kissinger war fasziniert von diesem jahrtausendealten Text. Mao Zedong hat seine politischen Strategien an den Lehren dieses Buches ausgerichtet. Und im Vietnamkrieg lernten die Offiziere des Vietcong diesen Text auswendig. Aber warum solltest du dich für dieses Buch interessieren? In Europa gibt es ja schließlich keine Kriege mehr. Ganz einfach, weil dieses Buch dir helfen kann, nicht in Kriegen, sondern in Verhandlungen und Gesprächen, in deinem Job und im wirtschaftlichen Wettbewerb, zu siegen, ohne zu kämpfen. Sun Tzu schreibt, wenn du dich und den Feind kennst, brauchst du den Ausgang von 100 Schlachten nicht zu fürchten. Das klingt trivial. Ist es aber nicht. Beginnen wir mit dem ersten Teil der Aufforderung. Kenne deinen Feind oder sagen wir deinen Verhandlungspartner. Betrachte bitte die folgenden Bilder. Eigentlich ganz normale, nette Leute, oder? Die scheinen alle etwas zwischen den Zähnen zu haben. Aber sonst nichts Besonderes an diesen Bildern. Aber Moment mal. Ist dir aufgefallen, dass diese Frau 6 Finger hat? Woher kommt dieser Arm? Warum hat der da kein Ohr? Und die Sängerin Adele sieht irgendwie seltsam aus, wenn man sie richtig herumdreht. Warum hast du all das nicht gesehen? Vielleicht wird dich die Antwort schockieren. Du hast all das nicht gesehen, weil du das siehst, was du erwartest. Weil du dich auf das konzentrierst, was auf den ersten Blick heraussticht. Oder eben zwischen den Zähnen hängt. Weil Menschen im Krieg genauso wie in Verhandlungen, in Gesprächen und im wirtschaftlichen Wettbewerb einen Tunnelblick entwickeln. Weil für dich nur das existiert, worauf dein Fokus liegt. Ich arbeite seit vielen Jahren als Verhandlungstrainer und ich bin immer wieder erstaunt, wie leicht meine Seminarteilnehmer offensichtliche und wichtige Dinge übersehen und überhören. Übersehen, weil sie glauben, schon zu wissen, was Sache ist. Weil sie glauben, den anderen schon zu kennen. Und überhören, weil sie ganz bei sich sind, bei ihren eigenen Argumenten, bei dem, was sie als nächstes sagen wollen, bei ihrem eigenen nächsten strategischen Zug. Und wie oft Menschen ihre Züge machen, ohne verstanden zu haben, welche tieferen Interessen den Positionen ihres Gegenübers zugrunde liegen. Sun Tzu warnt vor diesem Fehler. Kenne dein Gegenüber. Wenn dein Gegenüber spricht, dann gib dich nicht damit zufrieden, seine Argumente einfach nur zu hören. Hören ist etwas Passives und das genügt nicht. Gehe niemals von Annahmen aus. Höre aktiv hin und frage aktiv nach, auch nach dem, was dir selbstverständlich erscheint, bis du verstanden hast, wer dein Gegenüber ist und welche Interessen ihn leiten. Bis du dein Gegenüber kennst. Und dann kenne dich selbst. Kenne deine Stärken und deine Schwächen. Und zwar nicht nur, weil du vielleicht irgendwann in einem Vorstellungsgespräch danach gefragt werden könntest, sondern weil die Analyse deiner eigenen Stärken und Schwächen in jedem Gespräch und in jeder Verhandlung die Grundlage dafür ist, dass du deine Strategie entwickeln kannst. Wie reagierst du, wenn du unter Druck gerätst? Wie reagierst du, wenn man dir schmeichelt,
Wie reagierst du, wenn sich dein Gegenüber schwach gibt und um Nachsicht bittet? Welche inneren Stimmen machen deine Persönlichkeit aus? Und in welchen Situationen während deiner Verhandlung tritt welche innere Stimme in den Vordergrund? Welche Stimmen musst du stärken und welche in Schach halten, um erfolgreich zu sein? Kenne dich selbst. Dieser Satz taucht nicht nur bei Sun Tzu auf. Im antiken Griechenland stand er als Inschrift über dem großen Apollo-Tempel in Delphi. Und in allen klassischen griechischen Tragödien entsteht die Katastrophe dadurch, dass Menschen diesen Satz missachten. Aber wenn du den Feind kennst und dich selbst kennst, brauchst du den Ausgang keines Kampfes zu fürchten. Sun Tzu schreibt: Jede Schlacht wird gewonnen, bevor sie geschlagen wird. Und das gilt auch für deine Verhandlungen und Gespräche. Bereite dich vor, noch bevor du mit deinem Gesprächspartner zusammentriffst. Beschaffe notwendige Informationen und schreibe dir auf. Was sind meine Ziele? Was will ich in diesem Gespräch erreichen? Welche Ziele kann ich aufgeben? Was kann ich als Verhandlungsmasse benutzen? Welche Ziele muss ich auf jeden Fall erreichen? Wann breche ich die Verhandlung ab? Und welche Alternativen habe ich, wenn ich in dieser Verhandlung oder in diesem Gespräch nicht zum Ziel komme? Welche Argumente stärken meine Position? Und wo hat mein Gegenüber die stärkeren Argumente? Immer wenn du verhandelst, führst du zwei Verhandlungen gleichzeitig. Eine innere Verhandlung mit dir selbst, mit deinen inneren Stimmen, in der du klärst, was soll ich tun? Kann ich das fordern? Soll oder kann ich das sagen? Und die äußere Verhandlung mit deinem Verhandlungspartner. Wenn deine innere Verhandlung problematisch wird, wenn du ungeklärte Fragen mit dir selbst diskutierst, dann wirst du immer auch die äußere Verhandlung verlieren. Deshalb bereite dich vor. Kläre und entscheide alle offenen Fragen und schaffe dir Klarheit über alle Aspekte der inneren Verhandlung, bevor du die äußere Verhandlung aufnimmst. Denn jede Schlacht wird gewonnen, bevor sie geschlagen wird. Sun Tzu schreibt: Vermeide, was stark ist. Greife an, was schwach ist. Auch dieser Satz scheint trivial und ist es nicht. Ich erlebe fast jede Woche Verhandlungen, in denen sich die Verhandlungsführer von ihrem Gegenüber diktieren lassen, wo die Schlacht geschlagen wird. Stell dir vor, du verkaufst ein Produkt und du bist nicht der günstigste Anbieter von solchen Produkten, aber qualitativ besser als die meisten deiner Konkurrenten. Jetzt verhandelst du mit einem potenziellen Kunden. Was solltest du bei dieser Verhandlung in den Mittelpunkt stellen? Auf was solltest du das Gespräch lenken und über was solltest du die meiste Zeit reden? Viele Verkäufer und Vertriebler, die ich kenne, lassen sich von ihren Kunden schnell in eine Preisverhandlung hineinlocken. Dann dreht sich das Gespräch nur noch um den Preis. Dann wird hier die Schlacht geschlagen. Aber vermeide, was stark ist. Greife an, was schwach ist. Und beim Preis bist du schwach. Dein Gegenüber weiß, da gibt es günstigere Anbieter. Deshalb rede nicht über den Preis. Rede über die Qualität deines Produktes. Denn auf diesem Feld bist du stark und kannst die Schlacht gewinnen. Sun Tzu schreibt: Gib Unterwürfigkeit vor, um die Arroganz des Gegners anzustacheln. Unsere Niederlage zu verhindern liegt in unseren eigenen Händen, aber die Möglichkeit, unseren Gegner zu besiegen, wird uns von unserem Gegner geliefert. Kennst du die alte Krimiserie Columbo aus den 1990er Jahren? Kommissar Columbo scheint immer etwas schusselig und begriffsstutzig zu sein. Er gibt den Verbrechern, die er überführen möchte, immer das Gefühl, dass sie die Kontrolle haben, dass er kein ernstzunehmender Gegner ist. Und er fragt immer wieder nach, scheinbar weil er zu dumm ist, um den anderen zu verstehen. Aber in Wahrheit ist Inspektor Columbo zu jeder Zeit hellwach. Und dann, wenn sein Gegenüber voller Arroganz leichtsinnig wird und glaubt schon gewonnen zu haben, stellt er die alles entscheidende Frage und überführt den Verbrecher. In deinen Verhandlungen. Gib deinem Gegenüber das Gefühl, dass er die Kontrolle hat. Widerstehe der Versuchung, selbst als die klügste Person im Raum dastehen zu wollen. Überlass diese Rolle deinem Gegenüber. Stelle dich ab und zu mal dumm und bringe dein Gegenüber dazu, zu reden, viel zu reden. Und stelle immer wieder Fragen. Das verstehe ich nicht. Was konkret meinen Sie damit? Denn wer viel redet,
gibt viele Informationen preis. Und wer sich selbst für überlegen hält, ist dabei meistens nicht besonders vorsichtig und macht Fehler. Lade dein Gegenüber dazu ein, diese Fehler zu machen. Sun Tzu schreibt: In 100 Schlachten 100 Siege zu erringen, ist nicht der Inbegriff des Könnens. Der Inbegriff des Könnens ist, den Feind ohne Gefecht zu unterwerfen. Wahrhaft siegt, wer nicht kämpft. Das ist die Frage. Kooperieren oder kämpfen? Versuche nicht zu gewinnen, indem du deinem Verhandlungspartner eine Niederlage beibringst. Suche nach Win-Win-Möglichkeiten. Vielleicht kennst du die Geschichte von den beiden Schwestern, die sich um eine Orange streiten. Es gibt nur diese eine Orange. Wenn die eine Schwester sie bekommt, geht die andere leer aus. Eine klassische Win-Lose-Verhandlung, bei der, wenn kein Kompromiss geschlossen wird, eine von beiden Schwestern eine Niederlage kassieren muss. So scheint es zumindest. Aber ein kluger Verhandlungsführer sucht auch jenseits des Offensichtlichen nach Win-Win-Möglichkeiten. Er fragt nach, erkennt, dass die eine Schwester die Orange braucht, um Saft zu pressen, die andere, um die Orangenschalen in einen Kuchenteig zu reiben. Und dass deswegen beide Schwestern gewinnen können. Oft musst du dein Gegenüber nicht besiegen, um deine Ziele zu erreichen. In 100 Schlachten 100 Siege zu erringen, ist nicht der Inbegriff des Könnens. Wahrhaft siegt, wer nicht kämpft. Haben dir diese Ideen gefallen? Dann abonniere doch den Kanal. Hier gibt es regelmäßig die besten Ideen und Techniken der besten Trainer und Experten zu den Themen Rhetorik, Kommunikation, Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung. Bis zum nächsten Mal. Dein Florian Pressler.